Ja, Leute, wir sind hier unterwegs, um ein bisschen Geld zu sammeln, damit wir dann definitiv die Fahrzeuge alle austauschen können, die dann hier besonders alt sind, ne? Da sind wir ja bei hier, Linie 18. War die letzte Linie, da brauchen wir. Ah, jetzt haben wir schon so viel Geld. Okay, lass uns schnell mal reingehen. Alle Fahrzeuge ersetzen. Und zwar durch den, haben wir gesagt, ne? Und dann wollen wir hoffen, dass das so klappt. Wir haben jetzt 2,7 Millionen. Nach dem Intro haben wir vielleicht das Geld zusammen, würde ich sagen. Bis gleich. Na, noch nicht ganz. Oh, jetzt ist er gerade auf 2,3 Millionen. Jetzt fehlt uns eine Million. Gut, das bedeutet, wir nehmen. Nee. Mal so. Den rausnehmen. Den rausnehmen und den rausnehmen, oder? Weil die fuhren ja 20 km schneller wie die anderen. Und tauscht die erstmal aus. Weil dann sind wir wenigstens da ein bisschen flotter unterwegs schon mal. So, die Linie kann dann zu. Wir gehen wieder in die Linienverwaltung und gucken nach weiteren Fahrzeugen, die so alt sind, die dann auf Linie 20 rumfahren. Oh, das sind auch alle. Fahrzeuge verwalten. Sind alle sehr schlecht, müssten alle durch das und sind dann auch wieder bei 3 Millionen. Aber komischerweise haben wir 2,4, obwohl ich eben welche für 2 gekauft habe. Krass. Vielleicht wird es ja doch noch was, ne? 2,5. 2,6. Da ist eben bestimmt wieder ein toller LKW angekommen, aber Stahlzug oder sowas angekommen, hat richtig Geld reingebracht. Oh, da gibt es eine BR 218 jetzt als Dieselfahrzeug mit 140 km/h. Tja, die werden immer schneller, ne? Ja, jetzt ist dann hier die Frage 2,2. Ich würde es ja gerne alle austauschen, ne? Das dauert jetzt einen Moment, ne? Aber warte, wir sind hier noch nicht auf Stufe 3. Lass uns Stufe 3 gerade fahren, bis das was wird. Aber es wird gerade eher weniger wie mehr. Jetzt bei 1,7. Was gibt's noch? Kettlers Mühle Wald gegründet, okay. Eine Holzfirma wurde gegründet, ein Holzfällbetrieb oder so 1,6, 1,7, 1,6, das sieht ja gerade nicht so rosig aus. Es muss aber gleich mal ein großer Zug ankommen, der dann uns das Geld bringt, oder? Auf der anderen Seite sieht die ganze Zeit rosig aus, müssen wir ja nicht sagen, ne? Okay, oh, jetzt geht es aber weniger. 1,2. 1,3. Ja. Ich da eben was Falsches erzählt, oder? Dass die Zahlen gerade gut aussehen. Wieso wird es denn jetzt immer schlechter? Ah, jetzt 1,5. 1,6. 1,7. 2er. 2,1. Ja, das geht natürlich immer hoch und runter, weil dann die Fahrzeuge erst Geld kosten und dann irgendwann Ertrag bringen, ne? Aber das muss hier schneller werden, definitiv. Die fahren nur 40 und können dann, die können ja noch schneller fahren dann, ne? Die fahren noch 80, oder? Ja. 2,5 Millionen. Komm, jetzt nochmal ein Sprung nach oben, 2,7. Jetzt ist er wieder runtergefallen. Kommen jetzt mal jetzt über 3 Millionen da. 2,6, 2,7, mehr. Ja. 1,9. 2 wieder wenigstens. Jetzt müssen die passende Fahrzeuge da mal anhalten, damit wir mehr Geld zusammenkriegen. Ne? 2,5. 1,8 wieder runter. 2,1, 2,2, 2,3. 2,7. Jetzt kommt schon. Oh, wieder runter. Jetzt möchte ich gerne einmal hier das haben, dass wir das austauschen können. 2,5. 2,6. Oh, wieder runter. 2er. Zack, 4 Millionen, das war's. Hauptgewinn. So, die sind durch. Jetzt nächste Fahrzeuge gucken, weil die sind jetzt wieder dran.
Okay, jetzt sind wir wenigstens hier schon mal bei einem Alter unter 50, weil da war ja ganz schlimm, ne? Jetzt ist hier Zug. Ah, die sind auch noch sehr schlecht. Linie 26 ist aber nur ein Zug, ne? Ne, sind zwei, aber der eine ist schon viel netter, sag ich schon. Viel jünger, ne? Jetzt müssten wir da mal schauen. Also den wollen wir definitiv nur ersetzen, weil der sehr schlecht ist. Das ist ja hier schon gar nicht mehr im Angebot, der Zug, oder? Der hat fünf Rungenwagen oder was hat er hier? Offener Güterwagen. Das ist dieser hier sozusagen. Den gibt es jetzt auch schon in groß. Oh, hier gibt es einen neuen. Ist das eine Straßenbahn? Das ist eine Straßenbahn, denke ich mal, oder? So, jetzt müsste man mal erstmal nach einer Lok gucken. Wir haben zuletzt diese genommen. Die fährt 120, die fuhr 90 und diese hier fährt 140. Der rungenoffene Güterwagen fährt 120. Das heißt, macht eigentlich nur Sinn, den auch mit der fahren zu lassen. Wenn ich die hinzufüge, sind wir bei 5 Millionen, die wir schon lange nicht haben. Wenn ich die 5 Millionen habe, wie viel bringt der hier? Kann ich das sehen? Offener Güterwagen? Nee, kann ich nicht sehen. Muss ich wahrscheinlich selber ausrechnen. Kapazität 8. 8 mal 5 ist 40. Wir brauchen nur 4 Stück davon und wir haben schon erhöht. Na, da sind wir schon weit bei weitem drüber dann. Wenn ich schon einen weniger nehme, habe ich fast die Kapazität wie vorher. So, das sind aber 8,7 Millionen, die wir haben müssen. Also das dauert noch eine Weile. Da gucken wir erstmal was anderes weiter. Da gucken wir zum Beispiel, wie solche, oh, da war ich schnell viel zu weit reingezoomt, solche Bushaltestellen hier erstmal besser bedienen könnte. Da haben wir aber schon diese draufgeschmissen, glaube ich, diese zwei Straßenfahrzeuge hier. Fahrzeuge verwalten. Das war hier Klon, ne? Dann ist da einer mehr drauf, weil ich glaube, da muss noch mehr drauf sein. Und da kannst du eher den anderen noch wegnehmen da. Hier stehen nämlich immer noch 64 Passagiere. Das ist ein großes Mannequin. Hier stehen 27. Abgedeckt ist damit so ziemlich alles, oder? Ah, hier der Außenbereich schon wieder nicht mehr, ne? Wo geht die Linie hin? Hier. Ah, die fährt einfach zum Bahnhof, weil dann da weiter verteilt wird. Wie viel stehen hier für Linie 14? Ja, da 54, 57, passt schon. Und die fahren ja eine ganze Weile, ne? Das kommt noch dazu. Machen wir langsamer. So, da kommt dieser Dieseltriebwagen. Ne, ist ein Elektrowagen. Der mit seinen 20 ist ein bisschen wenig eigentlich, ne? Der ist jetzt auch voll, pass auf, oder? Boah, brauchen die lange zum Einsteigen, ne? Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Ist das passend? Das ist dieser hier, ne? Aber das ist, glaube ich, eine Straßenbahn, oder? Elektrisch, 125 km/h. Fährt auch so schnell. Kapazität 57. Passagiere. Aha, da sind wir mit Passagiere so. Elektrisch. Ist da nix. Ja. Gerade eine Störung gehabt. Wo ist denn der jetzt zu finden? Gar nicht mehr. Passagiere sind nur Anhänger da. Cargo ist ja auch nicht drin. Ach, Zug kommt diese. Ah, da muss ich gucken dann. Diesel. Ah, da ist das Schweinetaxi. Fährt 90 mit 15. Ja, aber das bringt uns auch nicht weiter.
Da ist er jetzt hier mit 125 und der fährt auch 125. Was passiert? Ah, da wurde auch eine Industrie vergrößert. Dann ist die andere doch nicht vergrößert gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, egal. Aber was ist das hier? Ist das jetzt eine Straßenbahn oder ist das jetzt hier... Das ist aber ein Vorortstriebzug. Das heißt, es ist definitiv kein, sag schon, keine Straßenbahn. Es ist also was anderes hier, genau. Wir sind ja auch nicht im Straßenbahndepot. Passt schon. So, das Ding kostet allerdings 13 Millionen. Bringt aber definitiv fast dreimal so viel wie der. Okay, da müssen wir im Auge behalten, dass der dann fährt von einem zum anderen. Und wir haben noch die 8 Millionen für Fahrzeugerneuerung. Also so viel Geld kriegen wir gar nicht zusammen. Jetzt würde mich gerade noch die Dingens, der ist aber schon weg, die Meldung. Mach den mal aus. Und war das hier, dass der sich vergrößert hat? Ja, sie ist hier Level 2. Hat Getreide im Lager. Ich denke, das war hier größer geworden. Was holt er denn? Oder wieso ist da was drin, ist die Frage. Ach so, weil es eine Bäckerei ist, ne? Passt schon. Fahrzeuge verwalten. 2, 4, 6 sind alle im guten Zustand. Das war ja auch Linie 20, die wir zuletzt gemacht haben. Okay, Zulieferung ist schon top. Und wegliefern ist scheinbar nicht top. 22 Jahre alt, okay. Und Linie 12 hat noch ältere Fahrzeuge. Nee, doch nicht. Die sind nur 15 Jahre alt. Das bedeutet, ja, läuft erstmal, ne? Können wir so lassen. Da kriegen wir auch Geld von. Und hier oben siehst du, da liegt es alle auf dem Hof, ne? Beziehungsweise am Bahnhof. Ja, ich glaube, da können wir mal konfigurieren, ne? Und ich glaube, da können wir mal was wegschmeißen, oder? Das kostet uns doch bestimmt Geld, oder? Weiß ich jetzt zwar nicht, aber vielleicht kann mir das einer in den Kommentaren schreiben, der sich damit auskennt dann. Aber ich würde jetzt sagen... Ich sehe jetzt natürlich nicht, wo sie stehen, ne? Plattform. Das ist Passagiere, das ist der da. Und das hier ist Güter. Kann ich den denn so austauschen irgendwie? Nee, ne? Ach, da ist schon dran, ne? Sogar mit Dach, ne? Kann ich das wegreißen? Ja. So ist es besser, oder? Sieht auf jeden Fall schicker aus. Der Güterbahnhof ist weg. Vielleicht der Zustand ist sehr schlecht. Aber da kann ich noch nicht mal reinklicken. Okay, der Bahnhof ist auch erledigt. Welcher Zug fährt denn hier? Ah, da ist schon mal hier so ein 20er. Ah, wir haben die 8 Millionen. Da könnten wir jetzt, ja, da könnten wir jetzt die alten Fahrzeuge tauschen, ne? Oder wir machen lieber die 13 Millionen. Die 13 Millionen wären hier gewesen. Linie 4. Ist der 35 Jahre alte Zug hier. Der hat hier 91 stehen. Aber warte mal, Linie 4 ist nicht diese. Da könnten wir dann definitiv diese Züge mal austauschen, ne? Wie viel hat er denn hier? Ah, der hat... Ne, Emissionen sind das. 60er Kapazität, ne? Und fährt, wie schnell? Wo ist denn hier jetzt die Geschwindigkeit? Da, 120. Okay, der andere Wert 125. Macht das Sinn, das auszutauschen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber muss hier nicht noch eine Linie mehr sein? Linie verwalten. Ach, der fährt... Ne, der fährt nicht da unten runter. Das ist eine andere Linie. Warum wird denn die nicht angezeigt dann?
Hier muss doch auch die andere Linie sein, oder? Linie 4. Warte mal. Industrieschließung, ja, die können wir dann auch nicht mehr aufhalten. Warte, Linie. War das nicht hier Linie 4 nach da? Nee, ist Zuglinie. Wahrscheinlich gibt es dann noch. Das ist jetzt nur der, der da runterfährt dann. Warte mal, das heißt, Linie 4 hat hier 97. Wir stehen hier 111. Da ist dann die Frage, ne? Wenn ich gegen 13 Millionen jetzt austausche, ist das vielleicht nicht so sinnvoll, weil ich glaube, dann stehen hier zu viele. Zu wenig. Der rentiert sich dann nicht. Dann wäre es eher angesagt, noch ein zweites Fahrzeug zu kaufen. Von diesen. Vielleicht machen wir das. Ich glaube, wir kaufen den erstmal gerade und setzen den auf Linie 4, damit da doppelt so viele fahren. Ich glaube, das geht noch. Welcher Zug ist das denn, der da jetzt aus dem Bahnhof rauskommt? Alter, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Oh. Stehen da noch mehrere drin, kann das sein? Wie kann ich das sehen? Oh, ja, der eine ist gar nicht gefahren. Jetzt habe ich noch einen gekauft, den ich gar nicht kaufen wollte, weil ich hier noch einen Dampflok im Depot stehen habe. Ne? Kann das sein? Da fahren nochmal 50 Leute mit und der fährt auch noch 100. Das hat ja gut geklappt, oder? Wo kann ich hier? Null Fahrzeuge steht da unten. Alle. Jetzt kommt auch noch der andere daraus. Das hat ja gut geklappt, oder? Jetzt fährt er da auch noch raus. Macht das Sinn? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Obwohl hier noch 36 stehen, ne? Das geht schief. Das weiß ich schon. Ja, lass den noch die 20 fahren, aber Sinn macht das jetzt gerade keinen. Vielleicht macht es Sinn, noch was anderes anzuschließen, ne? Einen anderen Ort mit der Bahn. Oder eine Schiffslinie nach Kettermersmühle machen. Da waren wir ja schon mal, ne? Was haben wir denn hier für ein Fahrzeugdepot? Machen wir den aus, den brauche ich gerade nicht. Was sind das jetzt hier? Ist das ein Fahrzeugdepot, was da immer noch rumsteht? Nein. Ich habe dort ein 2 oder wie sehe ich das? Ey, Alter, ich kann mir doch nicht 2 Depots leisten, oder? Die kosten doch alle Unterhalt, oder? Ich glaube, das reiße ich mal ab. Oder? Ach, ist mir zu riskant gerade. Nein, ist eigentlich gar nicht riskant. Naja, dann ist das halt so. Aber wie ist es mit dem Bahnhof und dem Schiff fahren und hier rüberfahren und so? Hatten wir schon mal, ne? Ich glaube, nach Gießenhorst sind wir auch gefahren, weiß ich nicht mehr. Wo ist denn die Abzweigung? Hier ist es lang. Da könnten wir auch hinfahren. Kospa, Dören, Kettersmühle, Leitzgau. Ich glaube, wenn, dann müssen wir so eine richtige Rundfahrt hier machen, ne? Wenn wir das wieder machen wollen, das ist die Frage. Aber eigentlich schon, ne? Kollision. Achso, ich muss den drehen. Nicht so.
Kann ich irgendwie sehen, dass der dann da auch Passagiere mitnimmt? Ah, hier nimmt er dann Passagiere mit. Wo sind denn hier die meisten Wohnhäuser? Okay, da wäre so. Und hier wären mehr, glaube. Das ist also hier die Hafenstraße, ne? So wird's passen, ne? Sollen wir das nochmal wagen mit den Schiffen? Ich denke ja, oder? Was kostet uns das Depot? Oh, das ist gar nicht so teuer. Kommen dann hier hin damit. Depot daneben. Und dann nächsten Halt suchen. Ja, da müssten wir dann schon wieder eins setzen und dann gleichzeitig, ne? Vielleicht später, jetzt noch nicht, aber hier können wir definitiv was machen. Hier hatten wir bestimmt auch schon mal was gemacht, ne? Und dann fahren wir da hinten noch hin. Hier haben wir das auch schon gehabt, bin ich fest von überzeugt. So. Jetzt machen wir erstmal den fahren lassen. Fahrzeug kaufen. Nur Passagiere. Oh, das fährt hier ziemlich schnell, ne? Kapazität 20. Oh, ist gar nicht teuer. Aber das sind 150. Das sind 130, zwei Abteile. Ist die Frage. Das wäre natürlich flott, ne? Wir kaufen aber erstmal das Schiff hier. Machen eine neue Linie. Da. Wo ist Eibenstock? Hier muss doch zwischendurch noch ein Bahnhof sein, oder? Habe ich den nicht eben gesetzt oder habe ich wieder was Falsches? Nee, Eibenstock machen wir später, mal gesagt, oder? Hier, Kette das Mühle und dann da hinten noch Leitzkau, das war's. Und dann hier wieder. Und dann läuft's, oder? Fährt das Schiff schon? Ich denke mal ja, oder? Ja, da ist es schon. Also hier sind schon mal Leute drauf. So, und dann in Kettlers Mühle müssten ja auch Leute drauf sein, oder? Und da war auch ein Bahnhof in der Nähe. Ich hoffe, die sind dann so nah, dass das ja sollte eigentlich umsteigen können. Naja, machen sie auch. So, das bedeutet auch, dass die von da nach da weiterfahren werden, hoffentlich. Ne, das war falsch. Da wollte ich hin. Ah, ein bisschen weit. Ah, okay. Und der ist auch mit dem verbunden. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, die Busse und das passt hier. Und auch in Kettlers Mühle passt das. Da war es ja auch verbunden, ne? Ja, das heißt, hier hinten fehlt jetzt nur noch der Zubringer in den Ort. So, und der fährt da schön lang. Mit niemanden erstmal drin. Und dann müssen wir gucken, dass wir natürlich da mehrere drauf haben, denke ich. Damit die fahren, ne? So, in Gießenhorst sind wir jetzt. Jetzt würde ich hier definitiv noch einen Halt machen für Busse und Bahn, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.